Was geht uns Europa an? Dafür brauchst du nicht weit schauen. Europa ist hier, in Sachsen-Anhalt. Die Schule, in die du gehst, der Radweg, auf dem du fährst, die Stadt, die du magst. Wer hat das eigentlich gebaut? Wie wird das bezahlt? Einen wichtigen Teil davon macht die Europäische Union. Wie das geht, das zeigen wir jetzt. Die EU ist eine Gemeinschaft von 28 Staaten, die alle friedlich miteinander leben wollen. Jeder in der EU soll ein sicheres Auskommen und gute Bildungschancen haben. Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn jedes Land und jede Region ist unterschiedlich. Verschiedene Sprachen und viele Kulturen kommen in der EU zusammen. Daneben gibt es aber auch große Unterschiede im Wohlstand. Die EU will in allen Ländern den gleichen Wohlstand erreichen, aber auch die besonderen Merkmale jeder Region stärken. Um das zu erreichen, gibt es ein Fördersystem, über das die EU Geld an die Staaten verteilt. Dabei bekommen die Länder am meisten Unterstützung, die sie auch am nötigsten brauchen. Das Geld, das verteilt wird, zahlt vorher jedes Land und damit jede Bürgerin und jeder Bürger in einen großen Topf, den die EU verwaltet. Über einen festgelegten Zeitraum, die sogenannten Förderperioden, werden Ziele vereinbart, die mit den Mitteln erreicht werden sollen. Zum Beispiel Forschung und Entwicklung stärken oder eine nachhaltige Energiewirtschaft aufbauen. Das ist aktuell bis ins Jahr 2020 geplant. Bis dahin werden allein in Sachsen-Anhalt rund 3 Milliarden Euro investiert. Das Land profitiert damit von Europa, auch weil es mehr bekommt, als es an die EU gezahlt hat. In den vergangenen Jahren hat Sachsen-Anhalt mit Hilfe der EU-Gelder schon viele Fortschritte gemacht. Neue Unternehmen sind entstanden, Dörfer und Städte sind attraktiver geworden, neue Arbeitsplätze und Ausbildungsstellen bieten gute Chancen. Auch bei erneuerbaren Energien ist viel entstanden und Sachsen-Anhalt ist hier sehr engagiert. Doch es gibt noch viel zu tun. Aber wie wählt man aus, wo das Geld hinfließt? Das geht am besten, indem man die Menschen vor Ort selbst fragt. Jede Stadtverwaltung, ein Unternehmen oder ein Verein kann einen Förderantrag stellen. Das Land entscheidet dann, ob das Projekt den gemeinsamen Zielen entspricht und gefördert werden kann. Um die Förderung sinnvoll zu nutzen, gibt es nach Themen geordnet spezielle Fördertöpfe. Im Moment sind das drei Bereiche. Ein Fonds, der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, kümmert sich besonders darum, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie Forschung und Entwicklung zu stärken. In Sachsen-Anhalt wird zum Beispiel viel für eine bessere Gesundheit geforscht, in modernen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die von der EU unterstützt werden. Der zweite Fonds, der Europäische Sozialfonds, kurz ESF, investiert in Wissen und Bildung, in unsere Köpfe, damit jeder in Sachsen-Anhalt eine gute Ausbildung bekommt. So sorgen EU-Förderungen dafür, dass es in Sachsen-Anhalts Schulen vielfältige Angebote rund um die Berufswahl gibt. EU-Programme fördern auch das Miteinander in unserer Gesellschaft, gegen die Ausgrenzung von Migrantinnen und Migranten. Denn Europa hat viele Kulturen. Auch die Gleichstellung von Frau und Mann spielt hier eine große Rolle. Mit dem ELA, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, stärkt der dritte Bereich unsere ländliche Wirtschaft und Gemeinschaft. Umweltfreundliche Landwirtschaft, die verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umgeht, wird hier auch gefördert. Die drei Förderbereiche greifen bei vielen Themen ineinander. Das Internet verbindet die Menschen in der Stadt und auf dem Land. Ein wichtiges Ziel ist deshalb schnelles Internet durch Breitbandversorgung in ganz Sachsen-Anhalt. Davon profitiert jede Familie, jede Schule und Hochschule. Auch Unternehmen und der Tourismus können sich so viel besser präsentieren und ihre Kunden und Gäste begeistern. Um weiter in so einem schönen Land zu leben, tut die EU sehr viel für den Umweltschutz. Sie setzt sich zum Beispiel für sauberes Wasser, Klimaschutz und die Bewahrung unserer Natur ein. Viel wird auch für den Hochwasserschutz an Elbe und Saale getan, um sicheres Arbeiten und Wohnen zu ermöglichen. Um bei uns in der Region Arbeitsplätze zu schaffen, ist es wichtig, dass neue Betriebe entstehen. Speziell für Unternehmensgründungen gibt es deshalb viel Unterstützung. Es gibt zum Beispiel Workshops mit Tipps, wie man einen Betrieb richtig zum Laufen bringt. Hier auf dem Land lässt es sich auch gut wohnen. Dafür werden unsere Dörfer schöner, mit tollen Angeboten für die Freizeit.
Die EU-Förderung kümmert sich also um viele Themen. Und jetzt weißt du, was die EU in Sachsen-Anhalt möglich macht.